Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es einen weiteren Teil der Code with Me Reihe geben. Und zwar behandeln wir heute das Thema Docker und wie wir eine statische HTML-Seite mit Docker hosten. Also das gleiche, was wir quasi letztes Mal gemacht haben, nur eben eingepackt in den Container. Wundert euch nicht, wir haben einen anderen Hintergrund, aber das habe ich schon mal erwähnt, dass wir hier ein bisschen umgeräumt haben. Und genau, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Terminal und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir legen erstmal einen Ordner an, in dem wir arbeiten werden, denn wir brauchen eine HTML-Seite, die in diesem Docker-Verzeichnis ist, und wir brauchen dann eine Docker-File, die eben im selben Verzeichnis ist, weil die Docker-File wird dann eben die Datei in den Container verschieben und das Ganze wird dann damit aufgerufen. Wenn ihr noch nicht so mit Containern verwandt seid, dann schaut doch gerne meine anderen Videos dazu an. Da behandle ich auch das Thema Dockerfile und allgemeine Lebenszyklus. Und genau, deswegen haben wir jetzt hier dieses Verzeichnis angelegt und da wechseln wir jetzt rein. Als erstes werden wir dann auch nämlich kurz eine HTML-Seite erstellen. Und dafür brauchen wir entweder die Vim oder Nano oder was auch immer. Wichtig an dieser Stelle, wir nennen die index.html. Man kann die auch anders benennen, dann muss man ein paar Spezifikationen in der Docker-File machen. Wir machen es uns jetzt heute aber einfach. Und deswegen nennen wir die index.file. Genau, auf jeden Fall brauchen wir dann wieder ein kleines HTML-Skript. So. Und da sagen wir jetzt Hello from Larissa, also ihr könnt auch euren Namen schreiben, with Docker, damit wir das auch unterscheiden können von der anderen Datei, die wir erstellt haben. Also halt, ihr könnt auch irgendwas anderes schreiben, was euch gerade in den Sinn kommt. Und dann schließen wir hier die Tags wieder. So, dann speichern und schließen. Und als nächstes erstellen wir eben die Docker-File. Die heißt dann auch eben Docker-File. Genau. Und da fügen wir ein from Nginx, weil wir brauchen ja einen Webserver, der das Ganze hostet. Copy vom aktuellen Verzeichnis und da holt er dann eben die Index.html in das Verzeichnis User Share Nginx. XHTML. Genau, so. Und dann können wir auch hier speichern und schließen. So, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, wir haben noch gar nicht geguckt, ob Docker installiert ist. Und Docker ist noch gar nicht installiert. Das heißt, wir installieren uns noch kurz Docker mit dem Befehl sudo apt-install docker.io. Das sollte funktionieren. Hier geben wir noch yes ein. Sagt sie, während ein Fehler auftritt. Okay, also ich weiß jetzt, ich kenne es den Fehler auch nicht genau, aber manchmal hilft es einfach, den Befehl apt-get update aufzurufen. Ich kann ihn euch gleich auch nochmal zeigen. So, wir überprüfen jetzt nochmal, ob Docker funktioniert, und wir sehen hier, es funktioniert. Er kennt Docker, das heißt, wir haben es erfolgreich installiert. Und was ich vorher gemacht habe, ich habe hier einfach mit sudo superuser-berechtigung apt-get update aufgerufen, wie es mir hier empfohlen wurde, und oft hilft es einfach, damit eben alle Sachen auf dem neuesten Stand sind. Wir haben jetzt unser Docker-File, wir haben unsere HTML-File, wir haben Docker installiert. Wir müssen jetzt nur noch mal in das Verzeichnis wechseln. Und hier können wir dann ein Image erstellen. Wir brauchen nämlich Images, und um daraus einen Container erstellen zu können. Und das Ganze machen wir erst. Das machen wir mit dem Befehl docker build t. Dann benennen wir das Image mit Website. Und wir wollen die aktuelle Docker-File, also wenn die File mit Docker-File benannt ist, dann erkennt er die. Das heißt, wir müssen nur das aktuelle Verzeichnis aufrufen, weil da liegt die ja drin. Und dann ausführen. So, das Ganze hat jetzt geladen und wir können uns das anschauen mit dem Befehl docker images.
Und da sehen wir jetzt, hier haben wir einmal das Image Website. Mit diesem Image wollen wir jetzt einen Container erstellen. Und wenn ihr die Zustände kennt, beziehungsweise die Befehle, dann wisst ihr ja, dass wir jetzt am besten Docker Run nehmen. Wie gesagt, ich habe dazu auch schon Videos gemacht. Die könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr das nicht mehr im Kopf habt. Dann minus IT und hoch, minus D für detached. Und dann wollen wir noch einen Port eingeben. Ich weiß, dass 80 bei mir besetzt ist, deswegen nehme ich 90. Genau. Und dann brauchen wir natürlich noch den Namen des Image. Wir benennen das jetzt einfach mal nicht, weil wir erstellen jetzt nur eins. Und hier ist jetzt unsere Container-ID. Und wenn wir jetzt den Befehl sudo docker ps minus a aufrufen, wobei der ist schon gestartet, das bedeutet minus a wäre jetzt hier nicht nötig gewesen, dann sehen wir hier, wurde der erstellt. Okay, so, und das Ganze, also der Container ist schon gestartet, was bedeutet, wir können auf die Website zugreifen und zwar mit dem entsprechenden Port. Und dann sehen wir hier Hello from Larissa with Docker, die Website läuft. Was wir auch machen können, um zu sehen, dass das wirklich super funktioniert, wenn wir jetzt beispielsweise den Container stoppen, Docker stop. Es reicht nämlich auch, so viel von der ID anzugeben, die bis es eindeutig ist und da nur ein Container läuft, reicht es jetzt nur die 7 anzugeben. Und wenn wir jetzt dann nochmal den Befehl hier ausführen, dann sehen wir hier exited, also dass wir den eben gestoppt haben. Wenn wir jetzt die Seite neu laden, dann sehen wir auch, dass wir unable to connect sind, weil der Server ist eben gerade nicht am Laufen. Und damit ihr auch wirklich seht, dass das daran liegt und an nichts anderem, können wir den Ganzen auch wieder starten. Und dann die Seite neu laden und dann sehen wir, es funktioniert wieder. Also Docker, eine ganz coole Sache. Man kann ganz viele Spielereien damit machen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Docker-Videos, dann gebt mir gerne Bescheid. Wenn ihr andere Ideen habt für einen Code with me, dann gebt mir auch gerne Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.